Hallihallo, der Beutlier, willkommen zurück zu Conan Exiles, die Isle of Siptah. Leute, ich habe hier gerade ein bisschen rumprobiert zu bauen, eigentlich für die Freitagsfolge. Und da ist es tatsächlich soweit, dass hier die wilde Flut runtergekommen ist. Jetzt bin ich total aufgeregt, Leute. Übrigens habe ich hier jetzt ein paar Säulen hingesetzt, das ist total hässlich. Aber die Treppe hält zumindest. Wir müssen uns das mal zusammen im Livestream angucken. Ich zeige. Oh, da ist er reingefallen. Habt ihr das gesehen? Der NPC ist reingefallen. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Nicht, dass unsere kleine Maus dort oben ganz alleine ist. Oder wird er schon geprügelt? Schnell, 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 schnell. Ich erzähle euch gleich, was hier abgeht. Oh. Der ist schon mal bewusstlos. Ist der bewusstlos? Das scheint zu klappen, Leute, ne? Die fallen hier rein. Das ist ein Koch. Ein Dreierkoch, sehr gut. Mein Gott, bleib doch mal hier, du Blödmann. So, der ist schon mal down. Was haben wir hier? Ein Bogenschützen. Gut. Ich hätte eher gern sowas wie einen Schmied. Oh, ihr merkt, ich bin total aufgeregt. So, die liegen schon mal alle drei. Guckt mal, die fallen genau hier rein. Ist das der Hammer? Da ist ein Schmied. Und ein Alchemist. Was haben wir hier noch? Ein Bogenschütze wieder. Und noch ein Bogenschützen. Okay, den Bogenschützen können wir dann wegmachen. Aber den Alchemisten, auch wenn es nur ein Level 1er ist, nehmen wir erstmal mit. So, die liegen alle schon, ne? Geil. Ey, die sind direkt reingefallen. Das hat gut geklappt. Jetzt müssen wir gucken. Also, den Koch nehmen wir auf alle Fälle. So. Komm mal her, du. Das ging ja recht schnell, ne? Kriegt man den jetzt hier runtergezerrt? Funktioniert das? Hängt er noch am Seil? Ja, ja, da ist er. Der backt zwar ein bisschen durch die Mauer. So, passt auf. Nein, mit dem. Der ist schon mal drin. Ledrücken. Ein Dreierkoch, sehr geil. Jetzt gucken wir, was wir da noch so oben haben. Halt, muss schon die Treppe benutzen, Beutel. Oh, muss erstmal wieder runterfahren. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe in Ruhe da hinten versucht, cool zu bauen. Einen Alchemisten nehmen wir mit. Den Schmied, der ist auch noch wichtig. So, ich klatsche natürlich auch dann Bogenschützen und sowas. Hauen wir uns auch rein. Wir wollen ja später auch mal eine Defensive errichten. So, ratzfatz geht das. Ist das geil. Wenn wir die jetzt alle im Rad haben, dann quatschen wir weiter. So, du bist ein Kämpfer. Du bist Schmied. Schmied, komm mit. Und die spawnen da schon einige. Bitte nicht, Leute. Ich hab doch nur zwei Hände, Mensch, und ein Seil. Es wäre cool, wenn man zwei Seile nehmen könnte, also so fesseln. Und dann die hier zu zweit runterzerren könnte. So, das läuft schon mal. Ich hoffe, ich habe die Einstellung richtig. Nicht, dass die wieder Jahre brauchen. Aber ich glaube, ich hatte das umgestellt auf Chutneys Anraten. So, was haben wir hier? Du bist ein Dreierkämpfer. Bogenschütze. Schmied. Noch ein Schmied. Ich nehme mal mit. Da kommt Leben in die Bude. Geiler Scheiß. Aber ihr seht, der Turm bewährt sich. Die fallen tatsächlich oben rein. Wie viel passen denn hier eigentlich rein? Wie viel darf ich denn hier reinklatschen? Ah, guckt mal an, die laufen gut durch. Super. Ist ja auch egal, wenn es nur Einer und Zweier sind. Diese wilden Fluten, die spawnen ja regelmäßig. Und die spawnen dann alle immer, fallen sie dann hier rein, ne? So, hier haben wir Bogenschütze 1. Ein Schmelzer. Ja, damit. Schmelzer ist geil. Was ist denn der Unterschied zwischen Schmelzer und Schmied? Naja, der eine steht an der Schmelze und der andere an der Schmiede. Ich bin doof. Naja, ich wollte euch bloß testen. So, wie viel passen denn eigentlich in das große Rad der Schmerzen? Das weiß ich gar nicht. Aber wir haben schon mal genug drin. Mal gucken, ob wir noch so einen Camper, ich meine natürlich Kämpfer reinkriegen. Das ist der Dreierkämpfer. Du bist Bogenschütze 1. Und hier haben wir noch einen Bogenschütze 3. Ah, der ist tot. Wieso ist der tot? Nee, ich hab... Den kann ich. Mal. Hab ich gerade was Falsches gedrückt vielleicht? Auf
Gott, da kriegt man einen Drehwurm. So. Zwei passen theoretisch noch rein. War der eine jetzt tot? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wartet mal. Gucken mal. Und dann zeige ich euch mal, was hier das Problem an dem Bau ist. Nämlich diese Tür hier. Bewusstlos? Der ist tot, tatsächlich. Warum bist du tot? Schade. Dann zerrsch dich halt mit. Ist zwar nur ein Einer, aber egal. Stell mal halt irgendwo ab. Bringt Leben in die Bude, läuft in die Aufnahme, ja. Der Running Gag. Mein Chef regt sich da immer auf, wenn ich das sage, aber es ist eigentlich nur ein Running Gag. Und guckt mal, wie schnell die gehen. Da haben wir bald einen Alchemisten. So, gut, haben wir erledigt. Dann können wir die Fesseln und die Keule erstmal wieder zurück tun. Aber warum ist der eine tot? Als ich nicht da war, hat, glaube ich, meine Frau hier, zaubernde Jahre, dann kommt die, benennen wir jetzt gleich mal um. Bewegen und bewachen. Nee, hier nicht. Geht denn das? Verhalten. Inventar öffnen. Ah, hier. Nicht bezaubernde Genie, sondern bezaubernde Jane. Zack. Bezaubernde Jane. Fertig. Enter. Jetzt heißt die so. Ich glaube, dieses Schild hier macht auch Schaden. Gesundheitsschaden 37. Also das ist nicht nur zum Blocken. Deswegen hat die wahrscheinlich dann den Typen getötet. Naja, nützt er jetzt nicht. Schade um den Dreierkämpfer. So, passt auf. Ich erkläre euch das mal. Und zwar kam der Tipp von Ulrich. Wenn du hier an die Bauteile gehst und jetzt Tab gedrückt hältst, siehst du hier einen Wert. Und da steht Stabilität 40. Und jetzt passt auf, diese Wand ist aber genau dieselbe Bauweise, hat aber Stabilität 80. Und auf dieser Wand sitzt ja dieses Bauteil hier. Und das reicht dann wahrscheinlich nicht da. Wartet mal. Was hat das Ding hier? Stabilität 40. So, und hier drüben die Ecke hat Stabilität 60. Und ich kann euch nicht erklären, warum das so ist. Ich habe jetzt diese Treppe hier, das sieht natürlich scheiße aus hier mit diesem Pfeiler. Habe ich stützen können. Die hatte tatsächlich nur Stabilität 20. Und diese Treppe hier hat Stabilität 75. Aber gut, das liegt jetzt wahrscheinlich noch an den Pfeilern, die ich da hingezaubert habe. Und mir erklärt sich das nicht, weil im Prinzip ist das ja alles die gleiche Bauweise. Hier können wir dann noch ein Zaunselement wieder reinsetzen. Aber ich muss das mal irgendwie in einem Livestream machen wir das mal. Das sieht doch scheiße aus so, ne? Das können wir so nicht lassen. Das will ich auch nicht. Gerade die Säule hier. Also die gehen vielleicht noch, ne? Damit könnte ich mich arrangieren irgendwie. Die ragen hier auch so ein bisschen leicht in die Treppe rein. Das ist okay. Damit könnte ich mich echt abfinden. Aber die Treppe hält jetzt tatsächlich nur durch diese Säule. Und mich wundert das. Das ist ja exakt symmetrisch. Nur das, dass dieser Treppenkeil dort, nicht Treppenkeil, sondern dieser Deckenkeil, der hat, glaube ich, Stabilität 60 und der nur 40. Und darauf steht dann quasi das Fundament, was dann auch nur 40 hat. Und dadurch stürzt dann die Wand oben drüber ein. Ich verstehe es halt nicht, ne? Weil alles andere haut hin. Nur bei diesen zwei Dingern haut es irgendwie nicht hin. Kann ich mir nicht erklären, warum das so ist. So, jetzt pack mal die Keule wieder weg, Junge. Aber das finden wir alles raus. Vielleicht baue ich nochmal komplett den oberen Teil ab bis dahin. Da oben könnten wir auch mal noch schnell... Leute, jetzt wird's aber spannend. Jetzt ist ja schon wieder die wilde Flut. Wieso denn das? Geil. Oh, da geht's schon los. Was haben wir denn hier? Oh, Kannibalen. Kämpfer 1. Gut, die will ich nicht. Das... Zack. Oh, ein Koch, ein Dreierkoch nochmal. Und ein Tensor. Oh, geil. Ein Kannibalen-Tensor, das ist ja mega. Geil. Kommt runter hier. Ihr kriegt alle einen Mannst voll, ihr Blödmänner. So, was haben wir hier? Ein Koch, okay. Ein Gerber, geil. Ein Gerber.
Oh, ich muss mal ganz schnell. Machst du nicht tot? Machst du nicht tot? Ich brauche die alle. Ja, schwarze Schmiede. Was bist du? Du darfst sterben. Du darfst ausnahmsweise sterben. Zack. Da war es das schon wieder. So, was haben wir hier? Tänzer brauchen wir unbedingt. Kannibal Plex Schmied. Noch ein Tänzer. Dreier Tänzer ohne Ende. Hier ist ein. Ach, das war dieser Kämpfer. Gerber. Den hätte ich gern. Noch einen Koch. Bogenschütze ist tot. Bogenschütze ist tot. Okay, passt auf. Dann nehmen wir. Ne, was wollten wir? Den Gerber. Auch wenn es nur ein Einser ist, aber ich finde es geil, wenn an der Gerberei unten ein Haufen Leute stehen. Wieso kamen die jetzt aber zweimal hintereinander, diese wilde Flut? Das verstehe ich nicht. Egal, was wir haben, haben wir. Wir sind auch schon gleich die ersten fertig. Das bedeutet, wir können gleich den nächsten holen. Geht jetzt hier wieder so ein Ding auf? Das wäre ja verrückt. Anscheinend ist es ein bisschen verpackt. Aber ich finde es geil. So, ein Koch. Ja, ein Dreierkoch. Wieso heißt der eigentlich Koch und der aber Cook? Das verstehe ich nicht. Aber ein Koch ist geil. So ein Tänzer. Haben wir hier eine weibliche Tänzerin? Die hier, ne? Nee. Warte mal, Kannibalen, Tänzer. Das ist der Kämpfer, ne, den ich hier zerre. Ne, den wollen wir nicht. Lass mal los. Wie geht denn das? Hm. Oh ja. Schicker Knabe ist das. Komm, den nehmen wir mit. Mal unten ganz kurz absetzen, den Kerl. So, leg dich mal hier hin, genau. Finde ich dich ja wieder. Ja, ne? So, jetzt gucken wir mal. Der hier schon fertig ist, der eine. Ja, guck mal. So. Da ist wieder Platz. Cool. Das ist ja heute eine riesen Ausbeute. So, Tänzer ins Rad. Zack. Hier sind gleich die nächsten fertig. Hä? Wieso geht er nicht rein? Wartet mal, was war jetzt hier fertig? Woran sehe ich denn, dass wer fertig ist und wer nicht? Sieht man das hier irgendwo? Der hier war es doch, ne? Der ist fertig. Genau. Der jetzt drin? Ja, jetzt ist er drin. Alles klar. Ist aber doof, dass man das nicht sieht, wer denn hier fertig ist und wer nicht. Jetzt kommt hier Lemoirischer Schmied 1. Oh, sorry. Das müsste der sein. Aber wir haben zwei davon drin. Welcher ist welcher? Ah, die sind beide unten aus der Liste. Das heißt, die kann ich beide rausnehmen. Oh, jetzt wird es gleich schwer. Lemoirischer Schmelzer ist auch gleich fertig. Aber wartet mal, ich hole erstmal, bevor ich mich jetzt überlade, hole ich jetzt mal die anderen zwei runter noch. Komm, geh hoch. Was für eine Ausbeute, Leute. Da bin ich ja begeistert. Funktioniert echt gut. Die fallen genau rein. Hier wäre noch ein Koch. Blacksmith ist natürlich geil. 103er Cook. Ich nehme erstmal den Blacksmith. Haben wir da richtig Leben in der Bude dann. Die können wir auch gleich mal verteilen. Ich habe den Timer vielleicht ein bisschen schnell eingestellt für das Rad, aber pff, ja, eigentlich finde ich es okay. So konnte ich jetzt wenigstens alle zwei Wellen ideal nutzen. Wer weiß, wann das nächste Mal wieder so eine wilde Flut hier tatsächlich kommt. Ich habe jetzt ewig gewartet. So, das war ein Kämpfer und hier, komm, nimm den Koch. Hey, guck. So,
Die anderen, die dürfen erstmal weiter schlafen, obwohl, wenn die dann aufwachen. Ne, die anderen machen wir tot. Es ist ja eh kein Platz mehr jetzt, ne? Warte, wir gucken nochmal. Na doch, ein Platz wäre noch. Ein Platz wäre noch. Da wird das Dorf lebendig, Leute. Ich habe übrigens ein Problem mit meinem Koch, Kämpfer. Das Ding hier hinten war tot, ne? Nö, der lebt auch. Nehmen wir nochmal Blacksmith. Hier war noch was. Das ist tot. Zerteilt. Einfach nur zerteilt. Aber wartet mal, da können wir ja eigentlich ein cooles Thumbnail machen. In unserer... Ja, das ist geil. Warte mal. Ich möchte aber gern, dass die junge Dame... Komm du mal her. Folge mir mal. Muss ja auch geil aussehen. So, dann stellen wir uns einmal so hin. Sorry Leute, das muss sein. Ja, das ist ein schönes Bild. Guckt mal, auch noch im Hintergrund mit dem Wirbel. Das gefällt mir gut. Ja doch, lassen wir so. Los. Nicht lang quatschen. Wir müssen hier was schaffen. So, rein damit. Nee, der geht nicht rein, solange ich... Warte mal, da müssen wir jetzt doch den Schmelzer rausnehmen. Jetzt ist er drin, ne? Genau. So, du gute Frau, du passt jetzt mal hier auf. Bewegen und bewachen, Wache halten. Setz dich mal hier hin und bewachst unsere Sklaven. Notfalls klatschst du denen mit der Keule hin auf dem Rücken, wenn sie nicht spüren. Wir gehen jetzt mal langsam rüber, wird ein bisschen dauern. Wartet mal. Haben wir hier nicht eine Kiste irgendwo? Ich habe hier keine Kiste. Können wir irgendwas rausschmeißen? Ich bin bei 108. Was wiegen die? Ja, das hat lange nicht gereicht. Scheiße, Leute. Was ist das? Alchemist, Schmelzer, Schmied, Schmied. Naja, scheiß drauf. Dann gehen wir halt gemütlich rüber. Ist ja auch egal. Den Alchemisten können wir ja dort jetzt gleich mal an die Alchemie-Werkbank setzen. Das ist richtig geil. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so genial abläuft. Pack mal die Keule weg. Tanke Ausdauer. Lass dich hier nicht vom Krokodil in den Arsch beißen. So ein Zufall, dass jetzt ausgerechnet die Flut runterkam. Ich kann euch, ja genau, ich wollte euch ja erzählen. Ich habe jetzt langsam ein paar Probleme, weil das Land so uneben ist, vernünftige Hütten zu bauen. So. Du gehst hier rein. Zack. Den kann man ja dann später auch noch coole Klamotten geben, ne? Und zwar werde ich am Freitag die Zimmermannshütte bauen. Und da hatte ich überlegt, eigentlich wollte ich die ja hier so schräg dahinter machen. Ich zeig's euch ganz kurz. Irgendwo hier hin, aber das passt alles nicht. Das ist zu bergig. Und da drüben wird's auch schwierig bei den Wildschweinen. Das passt auch nicht. Dann hatte ich dort schon mal Fundamente gesetzt, aber da ist zu wenig Platz. Jetzt habe ich, glaube ich, hier hinterm Fahrstuhl die richtige Stelle gefunden. Hier ungefähr. Da ist schon mal der Grundstein gesetzt. Ihr seht, ich werde dann auch mal mit anderen Fundamenten arbeiten. Lasst euch überraschen. Der Plan steht. Ich muss bloß mal gucken. Ich baue mal kurz wirklich tatsächlich die kompletten Fundamente auf. So groß wie das Haus sein soll, was ich mir denke. Und schaue, ob das alles passt. Ob da Gras... Das stört mich halt, wenn da das Gras durch den Boden kommt, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir hier in der Tasche? Wir haben einen Schmelzer... Schmied, Schmied. Schmelzer müsste doch theoretisch hier außen an das Ding ran, ne? An die Schmelze eben. Oh, das wäre so geil, wenn wir dann hier endlich Leben haben. Schmelzer. Ja, tatsächlich. Guckt's euch an. Macht die Bude an, Junge. Wir haben genug Kohle. Ach, ist das geil. Wenn man dann hier so kommt, dann sitzt hier noch ein zweiter. Gemütlich, sag ich mal. Gemütlich.
So, dann haben wir hier einen Schmied. Da kommst du rein. Zack, Leben in der Bude, Leute. Jetzt habe ich mal kurz eine Frage, ob denn hier oben, das ist ja eine Kesselfliegerwerkbank, geht da denn ein Schmied rein? Ah ja. Alles klar. Cool. Hier unten müssen wir ja dann noch mal kurz umräumen. Diese Werkbank wollte ich ja raus. Und dafür die etwas größere rein. Aber wie gesagt, das machen wir alles in den Dekorationsstream. Der wahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, diesen Samstag kommt. Da macht vielleicht auch Gunter Meier mit. Werden wir sehen. Jetzt gucken wir mal nach den anderen Sklaven. Oh, ich bin begeistert, dass das so gut geklappt hat. Jetzt ist ja endlich ein bisschen Leben im Dorf. Wartet mal, bevor wir hier... Machen wir gleich nochmal Öl. Muss ich nochmal Insekten demnächst suchen. Ich habe ja schon gut Öl gemacht, ne? Mit Samen und Fischen. Ich habe hier regelmäßig immer mal abgefarmt, weil wenn du Samen sammelst, kriegst du automatisch Insekten. Die haust du dann hier unten in die Fischernetze. Läuft. So, guckt mal. 452 Öl haben wir schon. Die Fische vergammeln halt. Deswegen haben wir hier ein bisschen Gammelfleisch drin. So, und hier läuft schon wieder Öl durch. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt gucken wir mal, was als nächstes fertig geworden ist. Das ist so beschissen mit diesen Säulen. Ich hoffe, das kriegt man alles noch hin. So. Na ja, ne? Stehst du hier so breitbeinig rum? Kann ja wohl nicht wahr sein. So, was ist denn jetzt hier fertig? 2x Schmied ist hier noch drin, ne? So, dann haben wir noch einen Koch. Der hier ist da unten nicht drin. Der Gerber. Der kommt mit. Und Bogenschütze, welcher ist es? Der Dreier und hier ist ein Einer. Dann wird wahrscheinlich der Einer fertig sind, ne? Sieht so aus. So, und da hatte ich mir überlegt. Bogenschützen. Packen wir gleich mal hier aus. Sollen die hier stehen oder? Ja, vielleicht sogar hier draußen. Hier so. Muss ich drehen eigentlich? Ah ja, cool. Ja, die kriegen dann später noch eine richtig schöne Rüstung, ne? Security. Alter, bist du hässlich? Du bist hässlich. So. Sorry dafür. Musste mal sein. Jetzt hauen wir den Gerber noch dort rein. Da haben wir ja schon zwei Gerber. Spitzenmäßig. Es wird langsam. Und ich sag mal, so aller 3, 4, 5 Folgen wird, denke ich mal, so eine wilde Flut runterkommen. Und da haben wir hier bald richtig Action. Saugutes Action. So, hier ist der große Gerbertisch. Ich glaube, den will ich da haben. Gehen wir hier ran. Kannibalen-Gerber. Oh, ist sogar eine Dame. Das machst du gut. Guck mal, das ist doch gleich viel lebendiger. Ist doch viel geiler. Und hier an dem Tisch ist er dann auch noch einer und da hinten auch. Und hier drinnen müssen wir dann auch noch zwei. Oh Gott, haben wir noch viel zu tun, Leute. Echt viel zu tun. Ein Hin und Her hier, aber es ist es mir wert. Ich bin voll begeistert. Juhu! Ich steck so voller Freude. Juhu! Mal gucken, was jetzt noch so fertig ist. Köche. Da könnten wir einen Koch können wir hinten in den Turm des Grauens schmeißen. Einfach nur, dass er da ist. Wie steht sie denn da? Was macht sie denn nur? Die schwebt doch so halb. Kann das sein? Huch. Das wollte ich nicht. Ah ja. So. Gucken wir mal. Hier ist ein Koch 3. Hier ist noch ein Koch 3. Ist sonst noch irgendwas fertig? Ja, ich glaube, der eine Schmied. Das ist der Blacksmith 1. Hannibal, Blacksmith. Ja, keine Ahnung, wer von den beiden jetzt welcher ist. Müssen wir mal warten, bis der durchgelaufen ist. Dann nehmen wir sie alle zwei mit. Sau cool. Ich muss mal kurz
dieses, wenigstens dieses Zaunselement setzen. Es stört mich, wenn das da oben nicht zu ist. Aber geil, die fallen direkt rein. Es ist echt top. Toppi, tippi, toppi. So. Haben wir denn hier? Ich möchte gern eins. Diese Wand lasse ich mal. Die ist halt noch nicht so. Jedes Mal, wenn ich einlocke, fällt die tatsächlich raus. Aber ich verstehe es nicht, ne? Es ist exakt so gebaut wie da drüben. Warum hat diese eine... Dieses eine Dreiecksfundament nur 40 und die anderen 80. Ich verstehe es nicht. Geht mir nicht in den Kopf. Hä? Ah, hier was. Ich dachte schon, was ist denn hier los? Ah ja, ich habe übrigens die Mod installiert. Die brauche ich für die neuen Fundamente, für unsere Zimmermannshütte. Weil diese Stallfundamente irgendwie immer machen, was sie wollen. Geil. Guckt es euch nochmal an. Bis auf dieses Loch in der Wand. Aber das kriegt man alles noch hin. Und wie gesagt, wenn ich nochmal komplett bis hier runter abbauen muss, dann ist es halt so. Dafür sind ja die Livestreams da. Da können wir schön quatschen miteinander und ganz gemütlich versuchen, dieses Gebäude so hinzubekommen, dass wir in Zukunft was Hübsches haben, ohne dass es so mit Pfeilern unterstützt ist. So, jetzt sind im Prinzip die zwei Schmiede fertig. Oh, da ist ja in der Schmiede heute richtig was los. Rüstungsmacher müssen wir dann noch finden. Da war jetzt gar keiner dabei. Oder kann man da auch einen Schmied reinsetzen? Weiß es gar nicht. Naja, werden wir sehen. So, da ist ja hier in dem Haus echt dann schon krass Action. Also. Du kommst hier rein, ne? Wir müssen mal kurz schauen. Das ist die erweiterte Werkbank, ne? Verbesserte Werkbank eines Schmieds. Und du bist der Gusstisch. Jetzt gucken wir mal ganz kurz bei Talente. Haben wir das denn alles schon freigeschaltet? Obwohl, ich brauche ja hier bloß hier checken. Werkbank. Dü-dü-dü. Garnisonsschmiedebank, genau die meinte ich. Das ist Rüstungsmacher. Feldzugschmiedewerkbank, oh Gott. Das sind doch mehr, als ich erwartet habe. So, warte mal. Gewerbliche Zimmermannsbank. Was es nicht alles gibt. Das sieht aber auch geil aus. So. Kesselfliegerwerkbank haben wir oben, ne? So, dann haben wir hier Präzisionszimmerwerkbank. Okay. Scheiße, da muss ich ja schon wieder meinen Bau umdenken. Wenn es hier so eine gewerbliche Zimmermannsbank gibt, die sieht ja viel größer aus. Rüstungsmacher. Werkbank eines Schmieds. So, und das ist die normale Werkbank eines Schmieds. Ja, scheiße, da haben wir jetzt noch 1, 2, 3 Werkbänke. Nee, doch, 3 Werkbänke. Was kosten die denn? Gehärteter Ziegel, isoliertes Holz, gehärtete Stahlbahn und Stahlverstärkung. Oh Gott, da wird es hier drin doch ein bisschen... Wird es hier drin doch ein bisschen eng, Leute. Wartet mal, kann ich das Gebäude noch mal verändern, theoretisch? Ich finde es ja so schön, ne? Aber vielleicht müsste man hier hinten noch irgendwas anbauen. Ich fürchte fast, dass wir das machen müssen. Da muss ich bloß überlegen. 1, 2, 3... Das sieht bescheiden aus. Oh, wenn wir nochmal so ein Dreieck hier dran setzen. So ein Dreier-Dreieck. Und das vielleicht noch eins nach drüben. Dann wird das Ding ein bisschen größer. Das muss ich mir mal überlegen. Was sagt denn ihr, Leute? Das bedeutet, dass dieser Raum dann quasi nochmal da ist.
dann kriegt man hier auch einiges hin. Die Frage ist, ob das dann mit dem Dach geil aussieht. Ich habe das hier schon gemacht mit diesem Ausläufer. Und so hätte man ja dann nach hinten noch so einen Ausläufer. Da bin ich mir gerade noch nicht sicher. Da bin ich mir gerade noch nicht so sicher. Oder könnte man das irgendwie... Hier wird es auch eng dann mit den Fundamenten, ne? Ich glaube, das wird nichts. Können wir uns mal noch überlegen. Auf alle Fälle haben wir noch im Prinzip, wenn wir auch noch die einfache Werkbank haben wollen, von diesen, die Werkbank eines Schmieds, haben wir noch drei Werkbänke und zwei davon sind riesig. Ich glaube echt, wir müssen hier noch anbauen, Leute. Wir müssen diese Ecke hier wegbekommen, also diesen kompletten Bereich noch groß machen. Wie ich das dann mit dem Dach mache, weiß ich noch nicht, dass es auch wirklich schön aussieht, ne? Ach, ist das bescheiden. Da rattert es schon wieder in meinem Kopf, ihr merkt's. Es muss halt auch geil aussehen, ne? Es darf jetzt hier nicht irgendwie dahin hingemerkt sein, das muss schon passen. Zweimal so eine Teile. Oh, jetzt wird's dunkel. Guckt mal, wie schön das hier aussieht. Oh, herrlich. Zweimal so eine Spitzen. Finde bescheuert aussehen, ne? Wie sieht denn das von hier aus? Ja, eigentlich. Eigentlich wird es gehen. Das probieren wir aus. Das Problem ist, hier komme ich nicht noch weiter rüber, ne? Wie hoch sind denn die Fundamente hier? Ich glaube, dann guckt da das Gras durch. Das will ich natürlich nicht. Weg mal, guckt das hier schon durch. Hier geht's noch. Also geil wäre es, wenn wir noch eins rauskämen. Muss noch mal kurz gucken. Noch eins in die Richtung, aber da wird es hier hinten, glaube ich, blöd. Ich hol mal schnell Fundament. Ich muss das überprüfen. Sorry, Leute. Das müssen wir jetzt machen. Sonst kann ich nicht ruhig schlafen. Ich habe die letzte Nacht schon wieder an der Zimmermannshütte rumgedacht. Da gehen manchmal... Nee, wartet. Da gehen manchmal ein paar Stunden flöten. Ist hier okay, ein Arena-Fundament oder was? Ach Leute, ist doch nicht euer Ernst. Wir bauen mal schnell drei Stück. So, was brauchen wir da? Erde, der Ziegel, geformtes Holz, Stahlverstärkung. Stahlverstärkung. War ja auch geformtes Holz dabei. Ja. Ein Ziegel haben wir doch hier, ne? Reichen die? Ach, gehärteter Ziegel, ich Dussel. Hier, gehärteter Ziegel. Ja, ja, weiß ich doch, dass ich überlastet bin. 1, 2, 3. Aber wir brauchen ja nach hinten auch nochmal... 9. 9. 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alles müssen wir jetzt mal checken. So viel Zeit muss sein. Auch wenn wir jetzt ein bisschen drüber sind, aber ihr habt ja gesagt, so Baufolgen können auch mal ein bisschen länger gehen. Ihr findet das gar nicht schlimm. Aber wartet mal, den einen Kannibalen, den haue ich jetzt mal. Obwohl, den können wir erstmal hier hinpacken, ne? Ist ja egal, wo der steht. Hau rein. Oh, ist so auch wieder eine Frau. Mit großem Ausschnitt. Hallo, hallo, hallo. So. Machen wir das wieder neu. Zack und zack. Und hier diesen komischen Schleim müssen wir auch mal rüberhauen. Davon haben wir auch schon ganz viel. Ich weiß gar nicht mehr, für was der gut war. Damit konnte man, glaube ich, die... Wo habe ich denn hier die Kristalle? Hatte ich die nicht auch hier irgendwo? Hier. Damit konnte man doch diese helleren Lichter machen und die unter Wasser fackeln und so, ne? Muss mal gucken. Ist mal was, mein Guter. Ist mal was. So, sehr gut. Also im Prinzip... Ja, guckt, hier guckt schon das Gras durch. Sieht denn das so komisch aus? Hä? Hier ist das Falsche gebaut.
Ja, hier guckt halt das Gras durch. Nee, aber was sind denn das für Fundamente? Wieso sehen denn die so komisch aus? Es gibt ja zwei verschiedene Arena-Fundamente, ne? Wenn wir das einfach so machen und die Reihe hier einfach weglassen, guckt dann zwar auch das Gras durch, aber da steht dann... Guck mal. Sehen die so doof aus? Naja, ist aber erstmal egal. Ich kann ja später die richtigen bauen. Nee, Quatsch, die müssen ja eh weg. Dann guckt eigentlich nur hier das Gras durch. Genau, Pickup. Pickup. Und dann machen wir hier einfach nochmal so einen Ausläufer hin. Vielleicht nicht mal unbedingt. Doch, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Gibt es sowas wie ein Flachdach in der Form? Ne, gibt's nicht, ne? Es wäre geil, wenn wir hier dieses Stück einfach als Flachdach machen könnten. Oder wir machen so eine Art Freiluftbereich mit Markisen. Ah Gott, ey, es rattert, Leute. Da bin ich mir gerade noch nicht sicher. Da müssen wir mal gucken. Das machen wir, wenn das Samstag stattfindet. Ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen. Ich hau da Freitag, glaube ich, nochmal eine Info raus, ob dann Samstag ein Stream stattfindet. Weil der wird definitiv nicht auf YouTube stattfinden, sondern auf Twitch werde ich es machen. Ich werde in Zukunft immer samstags auf Twitch streamen, zumindest versuchen. Ja, irgendwie kriegen wir das hin, dass das schön aussieht, Leute. Das machen wir. Und dass wir mehr Raum haben und damit wir noch die drei Werkbänke hier reinbekommen. Das wird was. Okay, sorry für das Rumgeeire jetzt zum Schluss. Aber mein Gehirn lässt nichts anderes zu, als zu denken. Oder wir machen... Ach, ich weiß noch nicht. Wir gucken, Leute. Wir kriegen das hin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reingucken. Schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja noch geile Ideen oder so. Ansonsten sehen wir uns Freitag in der Baufolge. Da kommt die Zimmerwerkstatt. Da muss ich jetzt erstmal wieder auch meinen Plan umwerfen, weil da ja offensichtlich, oh, jetzt fange ich an zu stottern, geil, offensichtlich eine neue Werkbank da ist, von der ich noch nicht wusste. Da muss ich mal gucken, muss ich alles anders und größer bauen. Gut, jetzt aber Schluss. Bis dahin, ciao.